Das hat uns in der Tat überrascht, denn wir konnten zeigen, dass obwohl die Patienten keine klinischen Herzmuskelentzündungszeichen oder sonstige kardiale Mitbeteiligungszeichen hatten, in etwa ein Drittel eine signifikante Viruslast im Herzen hatten. Das heißt, jeder dritte Patient hat SARS-CoV-2 auch im Herzen. Das ist natürlich die Frage, die für uns ganz wesentlich war. Und was wir zeigen konnten, dass in der Tat Entzündungsmediatoren mehr produziert werden. Und da müssen wir jetzt in der Zukunft zeigen, welche akuten und welche chronischen Folgen daraus resultieren. Für uns wird das Herz als Kardiologen auch bei Covid-19 noch wichtiger. Wir müssen schnell und konsequent kardiale Mitbeteiligung diagnostizieren, um dann eventuell auch zu überlegen, wie man Therapiestrategien entwickeln könnte, die dem entgegenwirken.